So, schnell mal Video hier, das verspleißen, so ein Y-Kabel. Ich meine, wenn das innen drin verlötet wäre, sag ich mal, wäre das ja absolut okay, aber ich will es halt ohne Löten machen. Ja, weil das ist 3x6 Quadratmillimeter, das hier so mit dem Lötkolben ist irgendwie nicht so toll. Also hier, ne, einfach so aufklicken, dann. Das ist halt so ein bisschen das Mühsame. Da muss man, ich sitze jetzt hier, sage ich mal, nicht optimal, wegen der Kamera, ohne sich in die Finger zu stechen, das dann so aufschneiden. So, dann halt jetzt hier habe ich so ein bisschen abgetrennt, damit dann das zweite Kabel möglichst nah anliegen kann. Dann teilt man das hier einfach so halt in so zwei Hälften. So, und jetzt kommt hier das andere. Wird halt hier, ne, schneiden wir es auch hier so ein bisschen an. Das wird halt jetzt hier so durch. Das ist halt, deswegen nenne ich das so Spleißen. Weil es dann durch Zugbelastung sich zusammenzieht. Okay. Sorry. Ich sitze jetzt hier ein bisschen wegen der Kamera und sehe nicht so viel. So, dann teile ich das hier nochmal in zwei Hälften. So, das ist dann mittig. So draufgelegt und die eine Hälfte. Die fädel ich nach vorne drumherum. Und die andere Hälfte fädel ich nach hinten. Das ist jetzt eher die Spleißen, weil wenn ich jetzt praktisch auch dieses zu eingespleiste Kabel ziehe, würde praktisch hier das dann auch, weil es nach hinten zugewickelt ist. Aber jetzt kann man praktisch mit der rechten Hand die rechte Seite nach im Uhrzeigersinn und mit der linken Hand die restlichen nach vorne machen, ja, so dass man da schon irgendwie recht gut hinkommt. Ja, und im Prinzip, ja, wenn man jetzt irgend so eine Paste mit Lötzinn drüber und dann irgendwie ja, mit der Heißluftpistole das dann so bei 600 Grad einschmelzen würde, ja, aber das jetzt hier mit Lötzinn zu verziehen ist irgendwie nicht so toll. So, jetzt muss ich hier noch die Kabel reinziehen. So, hätte ich schon vorher machen können, aber was soll's. Ne, weil man braucht halt jetzt so zwei Größen und weswegen jetzt auch solche Hülsen, so Klemmhülsen, irgendwie, die dann auf beiden Seiten haben. Ja. Und ich sag mal, wenn man jetzt hier mit Silikon oder Acryl das vor dem zu schrumpfen irgendwie ausfüllen würde. So, dann mache ich jetzt hier, ich glaube, 300 Grad. Das war die erste, den ich dann noch so ein bisschen vor, damit ich hier auf der inneren Seite noch weiter drüber schieben kann. Ja, ne. Dass ich jetzt praktisch hier mit zweimal Schrumpfschlauch irgendwie die Kabel zusammenpresse. So. Und das war's im Prinzip schon. Und der Vorteil beim Spleißen, ja, den ich so ein bisschen sehe, ja, im Prinzip, das ist jetzt halt noch flexibel. Wenn man das jetzt hier irgendwie mit Lötzinn und dann wird's hart und dann brechen am Ende die Adern, sage ich mal, ist auch nicht optimal. Ja, und von der Seite, wenn man die von oben nach unten so installiert, dass das war, hier ist recht wasserdicht, sage ich mal, und unten ist auch. Also, für Niedervoltbereich, denke ich mal, ist das eigentlich durchaus okay. Man könnte jetzt hier noch irgendwie eine Schlauchscholle drum oder Kabelbinder, um das zusammenzuquetschen. Ja, und oder wenn innen drin, wie gesagt, irgend so eine Paste, die beim Erhitzen sich dann irgendwie zusammenschmilzt. Deswegen habe ich das ja irgendwie im Forum gepostet, weil ich sag mal, das ist jetzt wirklich nur so, naja, schnell auf die Schnelle irgendwie, wenn man keine Materialien hat, ja. So ein Schrumpfschlauch-Kit irgendwie, den hat man immer und das ist flexibel, da kann man auch drei oder vier irgendwie Kabel eins spleißen, ja. Oder, und deswegen ist, denke ich mal,
so für den Außenbereich eine zufriedenstellende Sache. Jetzt gerade zu Balkonanlagen, ja, so, wo es eh nur so 12, 24 Volt sind, denke ich mal, das ist auf jeden Fall besser als jetzt irgendwie so mit Lüsterklemmen, ja, die dann jetzt irgendwie so Dinger, ja, also da, die sind auch nicht wasserdicht, die verrosten dann und ich habe schon so viele von den Dingern, wo dann das Plastik hier weggeschmolzen ist, ja, während mit dem, also ich habe die Dinger schon draußen im Einsatz, so 30 Ampere irgendwie, und haben die locker gehalten. Ja, also, ne, das ist zur Diskussion gestellt. Wie man das irgendwie noch besser machen könnte, weil ich sag mal, irgendwie ein bisschen irgendwie bisschen fehlt nicht viel, dann könnte man das irgendwie auch, sag ich mal, für normale Strings so mit 400, 500 Volt einsetzen. Ja, und aber es geht im Prinzip gerade darum, jetzt hier eben nicht so mit Löten irgendwie so, sondern es muss irgendwie einfach eine bessere Knottechnik. Man könnte vielleicht wirkliche Knoten machen, ja. Aber es gibt vielleicht wirklich so eine DIN-Norm, ja, dass irgendwie so, nehmen wir mal an, so 2 mm mal 10, das wären 20 mm. Und es gibt vielleicht so eine DIN-Norm, dass irgendwie ein Pressdruck von 50 Newton, von 50 Newton pro Quadratmillimeter, das wären dann 50 mal 20, wären 10, wären 100 Kilo Pressdruck, der, und das erreiche ich natürlich jetzt hier mit dem Schrumpfschlauch nicht, aber sag ich mal, wäre schon machbar. Gibt ja auch so einen Edelstahlkabelbinder, die dann drumherum und so, deswegen, ja, wollte ich zur Diskussion stellen. Tschüss.